Also bei mir hat es angefangen mit Halsschmerzen. Ich habe ganz normal gegessen und beim letzten Schluck konnte ich einfach nicht runterschlucken. Das hing mir so halb im Hals und halb im Mund. Dann habe ich es erstmal rausgespuckt und hatte erstmal auch Angst, weil ich nicht wusste, warum ist das passiert. Habe es nochmal versucht, ging dann wieder nicht. Dann war auch ein bisschen so ein Schock. Und dann war auch so, dass ich meinen Speichel nicht schlucken konnte. Ich hatte dann auch Angst und habe es dann mit Wasser probiert. Das war in Ordnung, das ging. Aber mit dem Essen ging es einfach nicht. Ich habe einfach angefangen, weniger zu essen oder besser gesagt, ich habe es vermieden, auch irgendwas zu essen. Ich habe zwar immer wieder versucht, etwas zu probieren und zu sehen, ob ich es auch schlucken kann, aber dann habe ich immer schnell gemerkt, es geht nicht und habe es dann einfach nur vermieden. Ich glaube, in den ersten 2, 3 Monaten dann auch 10 Kilo abgenommen. Das ging relativ schnell. Ich habe anfangs war ich bei 55 Kilo und jetzt ist es so, dass ich schon bei 45 Kilo bin. Dann war natürlich der nächste Schritt zum Arzt. Die dachten erst mal, Halsschmerzen, ist vielleicht geschwollen. Antibiotika, 2 verschiedene, habe ich alles ausgetrunken, hat aber auch nicht geholfen. Danach geht man zum Spezialisten. Die schicken einen dann auch zum Neurologen und Endoskopie und ja, MRT vom Kopf, vom Hals, wurde alles untersucht. Und dann war so das Letzte, wir wissen nicht, was los ist. Eigentlich müsste alles funktionieren. Mein erster Gedanke war, okay, gut, ich bin ja eigentlich gesund. Dann aber auch, was ist dann eigentlich los mit mir? Wenn alles in Ordnung ist, warum kann ich nicht schlucken? Ich habe eigentlich fast nur dann getrunken, habe mir auch öfters mal was püriert, aber eigentlich habe ich versucht, so wenig wie möglich zu essen. Also hier in der Praxis war es für mich sehr angenehm. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vor allem auch die Mitarbeiter hier waren sehr nett. Und was mir auch am meisten geholfen hat, war auch einfach, dass man mich verstanden hat. Man hat mich nicht angesehen und gesagt, ja, Schluck, das geht doch, sondern man hat mir geglaubt und ich habe viel Schlucktraining bekommen, was mir persönlich viel geholfen hat. Aber auch die anderen Therapien fand ich sehr auch angenehm und ich denke auch sehr nützlich, weil man sich auch entspannen kann und ich glaube, das war nötig. Ich habe gemerkt, dass ich ja doch eigentlich auch wirklich Angst vom Schlucken gehabt habe, weil ich habe mir immer gedacht, das kann ja nicht sein. Aber bei den Therapien habe ich gemerkt, dass die Angst doch da ist und dass ich auch daran arbeiten kann. Es ist nicht hoffnungslos. Ich habe auf jeden Fall genügend gelernt, auch Sachen, die ich zu Hause umsetzen kann, die ich auch umsetzen werde. Und es wurde auch alles gut erklärt, auch sehr verständlich. Das hilft dann auch, zu Hause weiterzumachen. Auf jeden Fall kann ich jetzt, merke ich selber, schon mal leichter schlucken. Ich habe diese Pausen, die ich immer vor dem Schlucken gemacht habe,
fast völlig aus, also kann ich fast völlig auslassen. Es geht einfacher und die Angst ist auch so ein bisschen weg von dem Schlucken. Am Anfang war ich bei 10. Es war ganz schlimm für mich. Und jetzt bin ich, also ich kann sagen, ich bin jetzt bei einer 5.